is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Erneut Zugang zum Garten Eden. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes ist. Der Garten Eden blieb noch lange auf der Erde, nachdem der Mensch von dessen schönen Leben vertrieben worden war. Die gefallene Menschheit durfte während einer langen Zeit das Heim der Unschuld betrachten, dessen Eingang vom Wächterengel versperrt war. An dem von Cherubim bewachten Tor des Paradieses wurde die Herrlichkeit Gottes offenbart. Adam kam mit seinen Söhnen hierher, um Gott anzubeten. Hier erneuerten sie ihr Gehorsamsgelöbnis gegenüber dem Gesetz, dessen Übertretung sie aus Eden verbannt hatte. Als die Erde von einer Flut der Bosheit überschwemmt wurde und die Gottlosigkeit der Menschen ihre Vernichtung durch eine Wasserflut herbeiführte, wurde der Garten Eden von der Hand, die ihn einst gepflanzt hatte, von der Erde weggeholt. Doch wird das Paradies bei der endgültigen Wiederherstellung aller Dinge, wenn es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, noch prächtiger ausgestattet sein als am Anfang. Dann werden alle, die Gottes Gebote gehalten haben, unter dem Lebensbaum unsterbliche Lebenskraft einatmen. Durch endlose Zeitalter werden die Bewohner sinnloser Welten in diesem entzückenden Garten ein Muster der vollkommenen Schöpfungstätigkeit Gottes sehen, unberührt vom Fluch der Sünde. Ein Muster für das, was die ganze Erde geworden wäre, hätte der Mensch nur den herrlichen Plan des Schöpfers verwirklicht. Adam wird wieder in seinen ursprünglichen Herrschaftsbereich eingesetzt. Hingerissen vor Begeisterung sieht er die Bäume, die einst seine Freude waren. Genau dieselben Bäume, deren Früchte er in den Tagen seiner Unschuld und seines Glücks geerntet hatte. Er sieht die Weinreben, die er mit eigener Hand zurechtgebogen, die Blumen, für die er damals so gerne gesorgt hatte. Da begreift er, dass dies alles Wirklichkeit ist. Er merkt, dass hier tatsächlich der Garten Eden wiedererstanden ist. Da sie zum Lebensbaum im Land verlorenen Paradies diesen Zugang haben, werden die Erlösten nachwachsen, Heilung erfahren, bis sie die volle Körpergröße des Menschengeschlechts in seiner urzeitlichen Pracht erreicht haben. Die letzten noch verbliebenen Spuren des Fluches der Sünde werden beseitigt werden. Die Christus treu sind, werden im Glanz des Herrn unseres Gottes erscheinen und im Geist, Seele und Leib das vollkommene Ebenbild ihres Herrn widerspiegeln. O wunderbare Erlösung! Lange wurde sie besprochen, sehnsüchtig erhofft und voller Erwartung betrachtet. Und doch wurde sie nie völlig begriffen. The Lord.